Anna Sperg. Neben der Wirklichkeit. Roman. Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Die Personen, wie sie geschildert werden, leben in der Vorstellung und haben mit tatsächlich existierenden Menschen so viel gemein wie Druckgrafiken mit Kupferplatten und Radiernadeln. Denen, die dennoch lächeln. Erstes Buch. Abgetaucht. Kapitel 1. Alltagsroutine ist die beste Medizin. Die Patienten waren ihr alle entfallen und sollten sich Schritt für Schritt wieder annähern. Erst einmal, indem sie aus der Welt herausgenommen wurden, in einen geschützten Raum, in dem alles sicher war, einschließlich des Banalsten wie Essen, Trinken und Schlafen. Ob ein Patient in ohnmächtiger Selbstverachtung nur noch im Bett gelegen hatte, das Essen verweigert oder ausgekotzt, in Selbstentgleisungen die sozialen Grenzen ausgebeult und dann überstampft, sich aus innerstem Schmerz die Arme aufgeschnitten oder ob er, wie Julia, im Wahn mal dahingedämmert war, mal für Außenstehende völlig unverständlich gekichert und dann wieder vor panischer Angst gezittert hatte. Alle waren durch ein monatelanges Martyrium schlimmster Vorstellungen und Gefühle gegangen, bis zur totalen Erschöpfung, in den unausweichlichen Zusammenbruch, dem sie mit letzten Kräften versucht hatten zu entrinnen. Doch die hier Gestrandeten hatten diesem Endpunkt nicht entgehen können. Sie hatten sich auf dem Weg ihres einsamen Kampfs um die letzten Reserven gebracht, den Kontakt zu ihren Freunden, manche sogar zu ihren Familien verloren, sich komplett isoliert bis hin zu einer ausgewachsenen Sozialphobie. Erst vor Menschenansammlungen, dann vor Kollegen und Nachbarn, später von dem Einkaufen unter Fremden bis hin zum eigenen Freundeskreis und den Verwandten, von denen sie sich bedroht fühlten. Hier scharten sie sich in gleichgültiger Eintracht um die Physiotherapeutin und bogen sich rhythmisch mit einem Gymnastikball. Mitten im bunt gestrichenen Speisesaal, an dessen Wänden ein helles Grün mit Ocker harmonisch kombiniert war, flankiert von einer hohen Fensterwand, die den Raum mit Januarlicht flutete. Die Holztische und Stühle hatten sie auf einer Seite des Raumes zusammengestellt, standen auf dem freigeräumten Platz im Kreis und folgten den Anweisungen der Angestellten nach der dudelnden Musik aus einem veralteten und leiernden Kassettenrekorder. Die Patienten waren dünn, ausgehungert von den Qualen, die sie nicht mehr essen lassen hatten, abgemagert von durchwachten Nächten, steif geworden von der äußeren Bewegungslosigkeit, in die sie der innere Terror erstarren lassen hatte. Alles in diesem Haus schwebte in qualliger Lethargie. Selbst die Mitarbeiter redeten und bewegten sich, als wären sie im Halbschlaf. Automatisch dämpfte jeder seine Stimme, wenn er sprechen musste, und durch die zwei rechtwinklig angeordneten langen Flure, von denen die Patientenzimmer abgingen, schlichen diejenigen, die selbst unter Narkose noch Bewegung brauchten. Ihre Schritte ähnelten mehr dem Schlurfen eines Leguans als dem Gang eines Menschen. Man sah jedem Einzelnen an, dass er unter starken Medikamenten stand, die ihn runterbrachten aus seinem Gefühlschaos, erdeten und in einen Zustand versetzten, aus dem heraus er dann nach mehreren Wochen wie Phönix aus der Asche aufsteigen sollte, vielleicht mit einem Lächeln im Gesicht, weil er endlich wieder Glück fühlen konnte, eher aber mit einem riesigen Kraftakt, wenn er die Folgen seines Zustands, die Scherben seiner Existenz zusammenkehren musste. Doch noch schwebten sie durch die Flure. Ungehemmt nur an der offensichtlichen Demonstration ihrer Unansprechbarkeit, abwesend im Geist, auch körperlich nur fragmentarisch anwesend. Sie waren auf Leerlauf gestellt, abgeschaltet, um Zeit zur Regeneration zu haben und die Batterien wieder aufzuladen. In diesem Schwebezustand fielen ein Schrei und der Tumult am Eingang der Station sofort auf, mussten auffallen, mussten die Paralysierten mit ihren Gymnastikbällen kurz aufschrecken und in der Bewegung erstarrt, die 20 Meter in Richtung des Eingangs glotzen lassen. Dort kämpfte ein kleiner, schlecht gekleideter, unrasierter und wohl auch ungewaschener Mann, an dem pralle Plastiktüten baumelten, mit zwei weißen Schwestern, die sich vor seiner Erscheinung sichtlich ekelten. »Ich will noch einmal richtig essen!« brüllte der kleine Mann durch seinen Wochenbart, und die Schwestern kamen nicht umhin, ihn und seine fettige Kleidung richtig anpacken zu müssen, wenn sie ihn zurück durch die Tür schieben wollten. Das Gerangel zog Zuschauer an, die die kämpfende Gruppe umstellten, so dass die Patienten, die eben noch im Kreis ihre Bälle geschwungen hatten, nun in Richtung Flur drängten, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen.
Aus einer der Personaltüren flog der weitwehende, weiße Kittel eines Arztes, dessen Besitzer umgehend in die Situation eingriff und dann den Mann, der sich immer noch in der Umklammerung der Schwestern hin und her wand, zur Seite nahm. Eine leise Diskussion entstand unter den Verantwortlichen, in die sich die Physiotherapeutin mit weiteren Ermahnungen zur Ordnung und zur Herstellung des Gymnastikkreises einmischte. Die Neugier der Patienten war nicht erwünscht. Sie sollten jedem Drama enthoben sein, nichts sollte ihrer Besinnung auf sich selbst stören, ein Zwischenfall wie dieser gleich gar nicht. Doch die Patienten kümmerte das nicht. Ihnen tat jeder Anblick gut, der ihnen zeigte, sie waren nicht am tiefsten gesunken, sie nicht, es gab Leute, denen es noch dreckiger ging als ihnen. Schließlich öffnete sich die Gruppe um den Mann, und eine der Schwestern, die eben noch an ihm gezerrt hatte, führte ihn auf den Flur in Richtung Speisesaal, was eine weitere unvermeidliche Reaktion der dort wartenden Gymnastikgruppe auslöste. Seinen Blicken ausweichend formierten sie sich ohne weitere Aufforderung wieder zu einem Kreis und taten dasselbe, woran sie die letzten Monate doch selbst so gelitten hatten, wenn ihre Abarten auf die Konventionen ihrer Mitmenschen gestoßen waren. Sie senkten beschämt, nicht um ihrer selbst, sondern wegen ihm, die wirre Erscheinung, den Schmutz und seinen gierigen Hungerblick, die Augen und taten, als würden sie das alles nicht sehen, als wäre der Mann, der jetzt seine knisternden Plastiktüten auf einem Stuhl stapelte und sich dann heftig, ätzend und zugleich provozierend auf den Nachbarstuhl fallen ließ, nicht da. Luft. Etwas, das man besser nicht an sich heranließ. »Hunger!« brüllte der Mann und gab sich keine Mühe, sich der nur vom dudelnden Rekorder durchbrochenen, schwebenden Atmosphäre anzupassen. Dann schlug er mit beiden Fäusten auf den Tisch, beugte sich heftig nach vorn und glotzte unverhohlen auf die Hinterteile der sich mit den Bällen biegenden und beugenden Frauen, bis endlich die Schwester mit einem Tablett wieder auftauchte, auf dem mit Folie verpackte Teller und Schüsseln standen. Das Mittagessen war bereits seit über einer Stunde vorbei. In ein ruhigeres Stück mit leisen, aber strengen Anweisungen der Physiotherapeutin hinein hörten nun die auf den Gymnastikbällen bäuchlings rollenden Frauen das gierige Schmatzen des Penners, der nach den ersten Happen seine Kraft zum Reden wiedergefunden hatte und sofort verbal an seiner Situation zu erbrechen schien. »Scheiß Leben, ein Scheißdreck ist das! Nicht mehr zu fressen hat man in diesem Staat! Und ihr Huren, ich kotze!« Er hob den Kopf nicht zu den Frauen, nein, seinen starren Blick fiel gläsern in die Luft, eine Ebene unter der Decke, in die kein Frauenkopf reichen konnte. Wäre seine Gabel nicht kurz darauf wieder so geschickt zwischen den einzelnen Schüsseln, dem Teller und seinem umwuchernden Mund hin und her getanzt, dann hätte man denken können, seine Augen irrten blind durch die Luft. Seine Pupillen waren wässrig, trugen aber das Licht des Sehenden in sich, nur der Blick selbst wirkte eigenartig starr, als hätte der Mann sie vor langer Zeit geschlossen, um sie nie wieder für ein klares Bild öffnen zu müssen. »Fickt euch doch trocken in den Arsch oder sonst wohin! Euch will keiner an die Fotzen greifen, ihr Schlampen!« Dann schmatzte er wieder, da die Schwester in ihren Kopf zur Tür hereinsteckte und ihn zornig ansah. Endlich beendete die Physiotherapeutin den Reigen und einige Frauen verließen fluchtartig den Raum. Julia trabte mit den jüngeren Patienten ins Raucherglashaus und ließ sich dort laut, aufstöhnend auf einen Stuhl fallen. Sofort streckte sie ihr rechtes Bein aus und wühlte in der Hosentasche, bis sie die Schachtel mit ihren Zigaretten in der Hand hielt. Sie steckte sich eine an. »Mein Gott, dieser durchgeknallte Penner!« stöhnte Mariana auf, und Andrea, die eben mit einer selbstgedrehten im Mundwinkel durch die Tür trat, winkte nur ab. »Lass ihn essen, der ist harmlos, hat nur Hunger!« »Kann ich auch verstehen, so klapprig, wie der aussieht.« Julia hatte wie alle anderen keine Lust, darüber nachzudenken, was die Erscheinung im Speisesaal bedeutete. Sie sah zu Andrea auf, die laut den Rauch ihrer Zigarette durch den gespitzten Mund blies und dabei den Kopf in den Nacken reckte, als würde diese Geste die beruhigende Wirkung des Nikotins erhöhen. Eine Weile hörte Julia nur das heftige, süchtige Atmen durch die Zigaretten ihrer Mitpatientinnen. Der Raum stank. Ein Geruch nach abgestandenem kalten Qualm, an den man sich selbst nach Minuten nicht gewöhnen konnte. Ein typisches Raucherdomizil, belüftet nur durch ein kleines Kippfenster unter der Decke, das immer offen stand, so dass die Januarluft die beißenden Rückstände der Zigaretten erkalten ließ. Trotzdem saßen einige Männer im Kabuff und droschen Skat, immer eine Kippe im Mundwinkel und ohne groß Worte zu verlieren.
Hier hatte man sich nichts zu sagen. Sollte man das Verzweifeln an sich selbst oder unter Fremden debattieren, sich outen oder Symptome beschreiben? Selbst in Gegenwart von Leidensgefährten hatte keiner Lust, die nur knapp überlebten letzten Monate vor den anderen auferstehen zu lassen. Ob der bei der Kälte die letzten Wochen wirklich draußen gewesen ist? Es friert doch seit einem Monat, fragte nun Mariana in die Stille hinein, und Julia fügte hinzu: Er sah aus, als hätte er 3 Wochen keine Dusche, keinen warmen Raum und auch kein Essen gesehen. Mariana nickte, aber Andrea winkte wieder ab. Von ihr schien das Mitleid völlig abzufließen. Es gibt doch Obdachlosenheime, da können sie sich aufwärmen. Mariana nickte, und alle bliesen wieder den Rauch durch ihre Münder, als hätten sie stundenlang im Zug gesessen, nikotinbedürftig durch das strikte Rauchverbot, ohne sich irgendwie anders ablenken zu können, als durch stundenlanges Dösen in den blauen, sich sanft rüttelnden Sesseln. Nach 2 Zigaretten floh Julia das giftig vergilbte Glashaus und trabte in ihr Zimmer, wo sie sich sofort auf ihr Bett warf. Musik würde erst in einer Stunde beginnen. Bis dahin hatte sie Zeit zu dösen, und etwas anderes konnte sie auch nicht tun, denn selbst der Ausgang in den verschneiten Hof war in der geschützten Abteilung dieses Krankenhauses reglementiert. Sie alle waren körperlich gesund. Und doch, sie sollten heilen, in sich zurückfallen, in ihr eigenes Inneres. Alle kannten Schmerzen, doch zählten hier nicht die körperlichen. Die Sehnen waren blau angelaufen von Hämatomen, zugefügt in der Zeit davor. Das unterschied diese Klinik von allen anderen, die man kannte. Julia dachte an den klapprigen Penner im Speisesaal. Noch vor wenigen Tagen war sie selbst in der Nacht durch den Schnee geirrt, nachdem sich ihre Mutter geweigert hatte, sich um ihre kleine Tochter Lina zu kümmern, damit sie versuchen konnte, zu sich zu finden. Die Auswüchse ihrer Krankheit hatten sie die letzten Wochen massiv überrollt. Sie waren in ihrem Zustand zunehmend auf mechanische Arbeiten fokussiert gewesen, während die Konzentration auf Lina sie, im vollen Bewusstsein darüber, zunehmend verließ. Hausarbeiten hatte sie noch gekonnt, aber mit ihrem Kind zu spielen, ihm zuzuhören, mit ihm zu reden, war immer unmöglicher geworden. Zu sehr hatten sich ihre Gedanken in ihr eigenes Inneres zurückgezogen. Mit aller Kraft hatte sie sich minütlich aufrütteln müssen, um ihre Aufmerksamkeit für einen Moment auf das Kind zu lenken, ehe sie der Sog ihrer Gedanken wieder davongetragen hatte. Ihr Umfeld war ihr zunehmend misstrauisch begegnet. Niemand verstand sie mehr, und sie konnte, was in ihrem Inneren vor sich ging, nicht kommunizieren. In ihr selbst schien alles klar, doch sobald sie versucht hatte, ihre Gedanken und Gefühle mitzuteilen, hatten sie sich zu verbalen Gespinsten verwirrt, denen niemand folgen konnte oder wollte. Sie wusste, nach außen musste das absurd gewirkt haben, sie, überfordert von ihren Pflichten, verrückt in ihren Aussagen, neben der Wirklichkeit eben, auf die sich doch jeder so selbstverständlich verlassen konnte, nur eben sie nicht. Eine andere Realität war in ihr entstanden und hatte sich parallel zur irdischen Welt entfaltet, in der die anderen lebten und an die sie sich nur noch erinnerte. Die Realität ihrer Mitmenschen hatte für sie an Überzeugungskraft verloren. Was Wahrheit war, welche der Welten, in der sie lebte, die tatsächliche widerspiegelte, war für sie ungewiss. Es könnte sein oder vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es ganz anders und ich bilde mir das alles nur ein. Vielleicht irre ich mich, vielleicht aber auch die Leute, die völlig blind wie Roboter durch ihr Leben laufen. Dennoch war sie stets bemüht gewesen, sich an die Realität der anderen anzupassen. Sie begegnete ihren Bekannten, wie sie es in lebenslanger Sozialisation erlernt hatte, doch sie tat es mechanisch, als Schauspielerin, die sie jetzt war, um nicht das Misstrauen und die von ihr so gefürchteten, ungläubigen und erschrockenen, peinlich berührten Reaktionen ihrer Mitmenschen auszulösen, die seit Wochen Abstand zu ihr hielten. Zum einen taten sie das, weil Julia selbst kaum noch Gespräche führte, zum anderen, weil sie auf die wenigen, denen sie begegnete, immer abwesender und verstockter wirken musste. Ihre zweite, jetzt vertrautere, innere Welt war zunehmend gewachsen, hatte sie durchwuchert und sich wie eine Amöbe in ihrem Geist ausgebreitet. Vom Moment des Aufwachens, bis sie nach stundenlangem Wachliegen am Morgen der Schlaf endlich fand, durchschlingerte das Tier ihren Kopf, ohne dass sie Einfluss darauf gehabt hätte, wie und wann sie es bewusst einsetzen, zum Beispiel als Fantasie, und wann in den Hintergrund drängen könnte, um sich auf ihr ganz alltägliches Leben zu konzentrieren und am Leben teilzuhaben.
Die Amöbe ihrer Gedanken hatte sich allen Versuchen, ihr Grenzen zu setzen, widersetzt und an ihren Kräften gefressen. Und Julia musste unter den Reaktionen, unter den Menschen, die sie mieden und ihr nachblickten, leiden, wenn sie versuchte, die Tage mit ihrer Tochter zu meistern und diesem liebsten Wesen in ihrem Leben trotz allem das zu geben, was es brauchte. Es war Verachtung vor dem Versagen, die sie in den Augen ihrer Mitmenschen las, denn diese wiederum verstanden nicht, was Julia in ihrem Innersten durchlitt. Sie sahen nur ihr Scheitern am Alltag, ihre Kraftlosigkeit, ihre Abwesenheit. Diese Verachtung hatte ihr den Rest gegeben. Aus Ohnmacht und Verzweiflung über die Auswüchse ihrer Krankheit und das Unverständnis ihres Umfelds für ihr dringendes Bedürfnis, endlich abzuschalten, einmal für sich sein zu können, war sie schließlich mit ihrer Tochter zu ihren Eltern gefahren. Und als diese ablehnten, ihr Lina für einige Wochen Tagesklinik abzunehmen, hatte sie ihre Tochter einfach in der Wohnung ihrer Eltern zurückgelassen. 2 Tage und Nächte war sie durchfroren und mit nassen Schuhen unterwegs gewesen, teils die Wege verlierend und im frischen Schnee Spuren zeichnend, in völliger Einsamkeit, als wäre sie der erste Mensch, der über die weißbedeckten Weiden lief. Sie hatte lange nicht gewusst, wohin sie gehen sollte, hatte gegen 23 Uhr die Straßenbahn zum Rand der Stadt gewählt und war in einem alternativen Jugendclub gestrandet, wo ihr Jugendliche einen unbeheizten Schlafplatz in einem Raum mit unbezogenen Doppelstockbetten anboten. Nach der 2. Nacht, in der sie wegen der Kälte immer wieder aufgeschreckt war und zitternd versucht hatte, in ihrer Jacke irgendwie Wärme zu finden, hatte sie verstanden, dass sie zum Ursprung zurück musste, um die Wahrheit, die selbstverständliche Tatsächlichkeit der Wirklichkeit wiederzufinden. Sie wollte in ihre Heimatstadt aufbrechen. Das war kein weiter Weg, zumal sie nur zurück in die Stadt musste, um in einen Zug zu steigen, der sie in wenigen Stunden zum Ziel bringen würde. Und der Gedanke hatte neue Kräfte in ihr sprießen lassen, so dass sie das Angebot eines Bewohners des Jugendclubs annehmen und sich in der angeheizten Waschküche den Kälteschweiß vom Körper waschen konnte, bevor sie kurze und doch so lange Reise antreten würde. Julia blickte auf den Wecker neben ihrem Bett. Die Musiktherapie würde in wenigen Minuten beginnen. Sie wollte noch eine rauchen, packte ihre Sachen zusammen und schlenderte zurück zum Glashaus. Andrea stand auch schon wieder da, lang, männlich irgendwie und aufsässig in jeder Geste. Geräuschvoll sog sie den Rauch ein und blies ihn dann durch die breiten Nasenflügel wieder aus. Andrea war eine der wenigen Patientinnen, die nicht die Demut des Scheiterns in sich trugen. Sie fand ihr Leben ganz in Ordnung, wie es war, war nur auf Entzug von Heroin, verpflichtet dazu durch eine Vorstrafe, und sie verheimlichte nicht, dass sie zu ihren Drogen zurückkehren würde, wenn sie die strafmildernde Pflicht eines Entzugs hinter sich gebracht hatte. Jeden Morgen und jeden Abend bekam sie anstatt Tabletten einen Becher und genoss die Ersatzdroge sichtlich, ja leckte sogar den Becher aus, als wäre er mit Eierlikör gefüllt. Plötzlich erstarrte Julia. Ein schriller Schrei hatte die lethargische Stimmung der Station durchschnitten. Noch ein Schrei, länger und noch intensiver. Dann ein Stimmengewirr, erschrockene Rufe und schließlich schnelle, laute Schritte der Schwestern in Richtung des abgelegenen Endes des Flurs. Julia blickte 2 vorbeieilenden Schwestern hinterher und fühlte die Worte der einen fremd an sich vorbeirauschen. »Der sollte doch nur duschen!« Dann sah sie, wie sich die schlurfenden Patienten nach den weißen Kitteln umdrehten, bemerkte das laute Reden der Mitarbeiter und spürte, wie sie die Hektik traf, die plötzlich die sonst so schläfrige Insel der weltfern Verweilenden in Turbulenzen stürzte. Ein Patient direkt vor der Tür des Raucherkastens war völlig verdreht, in halber Bewegung erstarrt, stehen geblieben. Als Salzsäule gaffte er den Flur entlang. Mariana stupste ihn an, so dass er endlich seine Bewegung vollendete. Heftig riss sie die Tür auf. »Der Penner hat sich umgebracht!« Andrea, die sich bislang nicht gerührt hatte, rannte aus der Tür, und Julia sah, wie sie sich vor dem Patientenzimmer, dessen Eingang vom Personal so gut wie verstopft war, einen Platz zur Besichtigung des Unglücks ergatterte, bis sie von einem Arzt zur Seite geschoben wurde und ermahnt, den Ort zu verlassen. Langsam und mit gewichtiger Miene schlenderte Andrea zu Mariana und Julia zurück, die immer noch die Tür des Glaskastens offen hielten, obwohl das aus Rücksicht auf die nicht rauchenden Patienten streng verboten war. Sichtlich kostete sie mit jedem Schritt ihr Wissen aus.
Sie schien zu fühlen, dass alle im Raucherglashaus der Neuigkeit entgegenfieberten, und sie ließ sich Zeit, bis sie an sie herantrat und lapidar mitteilte: »Der liegt nackt unter der laufenden Dusche in seinem eigenen Blut. Pulsadern wahrscheinlich.« Julia ließ sich auf ihren Stuhl sinken und starrte eine Weile in die Luft. Ja, es ging einigen wirklich noch dreckiger als ihr. Sie selbst lag zwar am Boden, aber sie war noch nicht ganz untergegangen. Kapitel 2. Es waren nicht nur die knochigen schwarzen Zweige der Ahorn- und Kastanienbäume, die sich bizarr immer kleiner verwinkelten und wie ausgerenkte Finger im Wind klapperten, so trocken und dürr, als könnten sie augenblicklich und alle auf einmal aus dem blauen Januarhimmel in den Schnee purzeln. Auch die Hauptgebäude der Klinik wirkten düster, plumpe Backsteinbauten vom Beginn des letzten Jahrhunderts, die den alten Park rahmten wie einen verwinkelten Burggarten. Julia durfte auf dem Gelände spazieren, ein Privileg, das sie sich bei ihrer Aufnahme in der Klinik mit Lebenseinsicht erworben hatte. Sie hatte seit 2,5 Jahren für ein Kind zu sorgen, dem sie unter keinen Umständen antun konnte, sich an ihrem eigenen Leben zu vergreifen. Ihr Kind würde es nicht verkraften, sie zu verlieren. Und wer sollte ihm dann auch die Mutterliebe ersetzen? Ihre Mutter? Die Großmutter ihres Kindes, die die Fürsorge bereits verweigert hatte? Oder der Vater ihrer Tochter, der, von Julias Krankheit völlig überfordert, regelmäßig die Nerven verlor und um sich brüllte, als wäre er selbst das verwundete Tier? Sie war verantwortlich, gleichgültig, wohin sie ihre Welten führen würden, was sie ihr offenbaren würden. Ja, selbst in der größten Angst hatte sie die Pflicht zu leben, für ihr Kind. Und das Kind selbst? Wie oft war es ihr in ihrem Wahn bedroht erschienen? Julia hatte eine Entscheidung getroffen. Sie würde zusammen mit ihrer Tochter kämpfen, um jeden Tag, den sie gemeinsam hatten, gleichgültig, was ihr der Kopf vorgaukelte. Dieses Geständnis hatte die Ärzte überzeugt, ihr mehr Freiraum einzuräumen als vielen ihrer Mitpatientinnen, die sich nur im umzäunten Garten ihrer eigenen Station bewegen durften, abgeschottet vom Rest der Klinik, den offenen Stationen der auf dem Weg der Genesung befindlichen. Doch der uralte Park der Klinik war leer. Niemand lief hier, außer ab und an eine Angestellte, die mit ihren eiligen Schritten die winterliche Stimmung mit unangenehmen Schwingungen störte. Selbst die Krähen schreckten auf, wenn eine der Schwestern routiniert vorbeieilte, um sich dann wieder in Julias Gegenwart auf eine der mit Steinen gesäumten Wiesen niederzulassen und im Schnee umherzustolzieren. »Kra!« krächzten sie dabei. »Kra! Kra!« Und Julia schlenderte weiter in Richtung der hölzernen Pergola, die als Raucherinsel hergerichtet war. Sie musste von dem Bereich der flachen Neubauten, in denen die streng abgeschotteten, geschützten Stationen lagen, in den vorderen Bereich der alten Backsteinhäuser, vorbei an einigen Wirtschaftsgebäuden im Zentrum der Anlage. Ein runder, etwa 15 Meter hoher Schornstein zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Erschrocken blieb Julia stehen. Die flirrenden Schwarz-Weiß-Bilder der Leichenberge und der Verbrennungsöfen von Auschwitz, die sie im TV gesehen hatte, flimmerten vor ihr auf. Und sie starrte erschrocken das Backsteinhäuschen an, das um den alten Schornstein vor sich hin bröselte. »Das muss wohl die Heizanlage gewesen sein«, versuchte sie sich zu beruhigen, sich einzureden, das Gebäude mit der Esse wäre das Normalste auf der Welt. Und sie dachte an die Schautafel in der Tagesstation, an der die Gebäude mit inneren Organen, Herz, Lunge, Niere, Leber, bezeichnet worden waren. Julia war hypersensibel, das wusste sie, und diese erhöhte Empfindsamkeit war es auch, was ihr den Ausbruch dieser Krankheit beschert hatte. Nahezu alle Krankheiten, die hier behandelt wurden, basierten auf dem sensiblen Wesen des Patienten. Die Anlage zu einer potenziellen psychischen Erkrankung trugen viele in sich, doch erst wenn sie mit zu viel Empfindsamkeit gepaart wurde, ja, wenn, dann konnte man so gut wie sicher mit einem akuten Schub rechnen, dann trieb sie einen in den Wahnsinn. Heftig wandte sich Julia von dem Schornstein ab und stieß dabei gegen einen Mann, der zu ihrem Erstaunen und völlig unerwartet mit einem Skizzenblock hinter ihr stand und genau dieses Gebäude zu zeichnen schien. Julia beugte sich zu dem Blatt Papier, und der Mann ließ es lächeln zu. Er schien einige Übung zu haben, aber die Düsternis, die Julia an der Szenerie sah, fing er nicht ein. Der Schornstein auf dem Gebäude, der zu klein war, um in den Himmel zu ragen und zu groß, um ihn einfach zu ignorieren, wirkte romantisch auf seinem Bild, wie ein Traum von einer Himmelsleiter,
die so mancher Patient in dieser Anlage bereits als letzten Hoffnungsschimmer vor sich gesehen hatte. Das Schaudern zog ihr nach, noch eine ganze Weile, bis sie in den vorderen Hof gelangte und den Pavillon zu den glücklichen Rauchern erblickte. Dort stand sie allein und zündete sich endlich ihre Zigarette an. Eigentlich war sie es ja gewohnt, sollte routiniert mit ihrer Krankheit umgehen können. Sie war jetzt 35 Jahre alt und lebte mit psychotischen Schüben seit ihrem 27. Lebensjahr. Kurz rechnete sie nach. Das waren ganze 8 Jahre und dieser Aufenthalt in der Klinik war ihr dritter an einer Psychiatrie. Mit Ende 20 hatte sie noch gekämpft, hatte die Welt nicht mehr verstanden, nicht begriffen, was in ihr vor sich ging. Die Krankheit hatte sie überrollt. Sie hatte weder ihre Bezeichnung gekannt, noch ihre Symptome, noch irgendwen, der damit je zu tun gehabt hätte. Sie war dem Dopamin in ihrem Gehirn ausgeliefert gewesen, diesem Botenstoff, der die Informationen beim Transport vermehrte und damit zum Kreator der parallelen Welt in ihrem Gehirn wurde, die nur sie wahrnehmen konnte, die sich ihr aber gleichzeitig so aufdrängte, dass Julia den Bezug zur Realität, die sie mit allen teilte, verlor. Ihr gruselte bei dem Gedanken an ihre damalige Hilflosigkeit. In den letzten 8 Jahren hatte sie es immerhin geschafft, die allgemeine Wirklichkeit gegenüber der in ihrem Inneren nicht mehr zu verlieren. Seitdem sie diese Kunst, sich und ihre Wahrnehmung zu teilen, eine Kunst, die sonst niemand in ihrem Umfeld benötigte, erlernt hatte, lebte sie während eines Schubes in mehreren Realitäten und bezog sich, wenn sie Menschen begegnete, auf diejenige, von der sie wusste, dass sie von den anderen verstanden wurde. Sie lächelte still in sich hinein. So sehr der Wahn eine Bereicherung schien, war er es doch nur in Maßen genossen, wie alles, das in Unmaßen unverständlich oder ungesund wurde. Denn in Maßen war er überdurchschnittliche Kreativität oder Fantasie, nicht Wahn, aber eben nur so lange, wie sie die Kontrolle darüber behielt. Erlangte die Produktion in ihrem Geist zu viel Dominanz, dann lief sie Gefahr, sich selbst und die Welt der anderen zu verlieren oder aber mindestens sich aufteilen zu müssen zwischen einer von außen akzeptierten Welt, in der sie mechanisch nach Vorbild ihrer Mitmenschen lebte, und dem Traum, in dem sie zunehmend versank. Julia hatte sich abgefunden. Und doch, jetzt gerade wo ihre Tochter von ihr getrennt war, weil sie genesen musste, hätte sie auf diese Besonderheit in ihrem Leben gern verzichtet. Gedankenschwer tastete sie nach ihrem linken Handgelenk. Unter der Uhr versteckt zog sich eine große Narbe längs über ihre Pulsader. Das war ihre erste Begegnung mit den unmenschlichen Ängsten gewesen, dem Horrortrip ihres zweiten Lebens, der zur Realität geworden war. Ein unendlicher Albtraum, aus dem man selbst panisch vor Angst nicht aufwachen konnte, um sich in der Dunkelheit der Nacht zu beruhigen. Das war ein psychotischer Schub, und er dauerte Tag und Nacht. Tag und Nacht, ein Albtraum, der einen mit knochigen Fingern am Hals umklammert hielt. Sie sah die Platanen an der Straße vor sich, die an ihr vorüber und von ihr wegrauschten, als sie im Krankenwagen gelegen hatte und aus dem hinteren Fenster gestarrt. Sie sah sich selbst dort liegen, die Augen weit aufgerissen, als wäre dieser Anblick der letzte ihres Lebens. Todesangst, hatte der Arzt diagnostiziert. Mehr hatte er dazu erst einmal nicht gesagt, und der Pfleger hatte sanft auf sie eingeredet, um sie zu beruhigen. Dieser Albtraum bei Tageslicht, der sich in ihrem Hirn wie ein Film abgespielt hatte, ja, sie hätte die Filmrolle rattern hören können, er hatte die Realität ausgeschaltet, den geschützten Raum ihrer Wohnung, in der sie allein den rotierenden Gedankenströmen ausgesetzt gewesen war. Eine Filmrolle, ein Albtraum oder ein Horrortrip, und das ganz ohne Drogen. Jedenfalls hatte die Realität darin sie Tag für Tag, über Wochen und Monate, derart in Angst und Schrecken versetzt, dass sie eines Morgens nach einer durchwachten Nacht ins Bad lief, aus Moritz' Einwegrasierer eine Klinge heraushebelte und sich mit zitternden Händen die linke Pulsader aufzuschneiden begann. Den Schmerz beim Eindringen der Klinge in ihre Haut hatte sie kaum gespürt. Und als das erste Blut rot aus ihrem Handgelenk rann, wünschte sie nichts mehr, als dass sie in einem strömenden Rauschen leerlaufen würde. Aus ihr herausfließen sollten die Gedanken und die panischen Ängste, zusammen mit ihrem Leben. Immer leerer wollte sie werden und dabei langsam in einen milden, alles von ihr nehmenden, ewigen schwarzen Schlaf gleiten. Doch das Blut gerann zu schnell, und ihre zitternde rechte Hand führte die Klinge im Dunkel.
Sie konnte nicht sehen, wo sie schnitt, suchte eine Weile noch vergeblich die Ader, gab auf und begann mit ihrer linken Hand nach der Schlagader an ihrem Hals zu tasten. Dort musste sie schneller sein, die Blutbahn durchtrennen, ehe das Blut den Blick verwehrte. Zeigefinger und Mittelfinger zeigten ihr die pochende Bahn, doch sie schnitt tief dazwischen, als Moritz plötzlich an die Tür hämmerte. »Es war Freitag«, fiel Julia plötzlich ein. »Er war von der Arbeit gekommen. Es musste später Nachmittag sein, nicht morgens. Sie hatte also doch ein wenig geschlafen.« Der Gedanke an Moritz vor der Tür ließ sie würgen. Dann dachte sie daran, wie schön es wäre, wenn das Blut, ihr Blut, bereits in Strömen laufen würde, wenn sie fast leer wäre und er nur noch ihren Kopf auf seinen Schoß betten würde, um an den letzten Sekunden teilzuhaben. Ein Sturm von Tränen brach plötzlich aus ihr heraus. Sie strömten, wolkenbruchartig, so heftig aus ihren Augen und aus ihrer Seele, dass sie kaum den heftigen Schlag bemerkte, mit dem der Türhaken aus dem Rahmen gerissen wurde. »Julia!« rief Moritz und sprang auf sie zu. »Julia!« Dann nahm er sie mit all dem Blut an ihrem Nachthemd in die Arme. »Was machst du denn?« Heftig, so dass er sich fast schnitt, drehte er die Klinge aus den Fingern und warf sie in den hinteren Teil des Raums. »Moritz! Er war ja auch noch da. Das hatte sie ganz vergessen. Es gab einen Menschen, der sie liebte. Und mit den Tränen, von denen sie geschüttelt wurde, hatte sich ihr innigster Wunsch erfüllt, endlich auszulaufen. Und kurz war sie in der Realität, in Moritz' Realität, in der Realität aller anderen Menschen. Sie hatte plötzlich die Sonne wahrgenommen, die zum Badfenster hereinströmte. Sie hatte die Wärme seines Körpers gespürt, den Schrank, das Waschbecken und den Spiegel gesehen, als wäre das alles vorher nicht dagewesen, als wäre aus dem Horror, in dem sie lebte, endlich ein lichter Tag geworden. Kurz war es klar gewesen in ihrem Kopf, kurz hatte sie die Welt gesehen, so nüchtern und klar, wie sie alle sahen. Dann war sie wieder an sich zurückgesunken, und als sie im Krankenwagen lag und die Plantanen an ihrer vorbei und von ihr wegrauschten, da war ihr, als würde sie ihr Leben mit sich davontragen, als warte irgendwo an einem Ziel die endgültige Ruhe. Julia rieb noch einmal mit dem Daumen über die längliche Narbe auf der Pulsader. Dann tastete sie mit der rechten Hand kurz nach ihrem Hals. Die Zeichen ihrer Krankheit hoben sich hell und klar von ihrer Haut ab. Doch sie waren trotzdem kaum zu sehen. Wer nichts wusste und nicht genau hinsah, würde sie nicht entdecken. Sie aber würde sie bis zu ihrem Tod tragen. Irgendwann würde ihre Tochter sie fragen, warum sie diese Narben hatte. Bis dahin musste sie eine Antwort gefunden haben, eine Antwort, die sie sich selbst bislang nicht geben konnte. Warum geschah das Ganze? Und warum mit ihr? Verträumt. Im richtigen Maße ab und anwesend, ruhig und genussvoll, schloss sie die Augen und streckte ihr Gesicht in die Januarsonne, so dass sie die Wellen der Strahlen über ihr Gesicht gleiten spürte. Auch wenn sie hier war, in diesem Ensemble, mit seiner nicht zu ignorierenden Funktion. Es war schön zu leben. Und ihre Tochter würde sie begleiten, noch lange nachdem sie kleine Enkel auf dem Schoß schaukelte. Ihre kleine Tochter hatte hoffentlich Julias Krankheit nicht geerbt. Jetzt musste sie aufpassen auf deren psychische Gesundheit und sorgsam umgehen mit der an sie vererbten Sensibilität. Ihre Tochter sollte die seelischen Schmerzen, die so oft in Julia zitterten, nie kennenlernen.